einem neuen Video. Ja, ihr seht es wahrscheinlich schon. Ich mache heute mal wieder ein Championat mit. Ja, mein Pferd ist in, also so Summer Princess ist in Level 11. Ich in Level 6 immer noch, aber bin am Anfang Level, keine Ahnung, also 7. Und ja, heute mache ich mal ein Championat-Video. Und ja, ich bin Starwriter für bis Sonntag noch. Also 7 Tage. Und ich werde mir nächsten Monat auch also 3 Monate kaufen oder mehr. Ich weiß halt nicht, aber trotzdem mache ich halt beim Championat mit und ich würde dafür sagen. Und übrigens, das ist halt vom Winter, also vom Winterdorf. Alles außer die Schabracke und die Bandagen sieht man hier unten. Und ich habe das mal weggemacht, dass das euch nicht stört. Und wir werden es einfach mal warten. Und ich weiß, die neuen Friesen sind rausgekommen. Aber ja, ich würde mir auch eins kaufen, wenn ich das Geld dafür habe. Oder Money, weil, Leute, es sieht ja schlecht aus, wenn das so sein darf. Moment, ich muss mal rein. So. Und deshalb, ja. Und, okay, ich kann es wegfahren. Und wir warten jetzt einfach mal 5 Minuten. So, Leute, es hat gerade nicht lange gedauert. Eine Minute muss ich nur gerade warten. Und wir melden uns jetzt an bei dem Championat. Ich weiß nicht, ob das mit dem Jorwegischen Pony oder Jorwegisches Warmblut geht. Ich war ja, einmal habe ich schon mitgemacht, aber es war ein tieferes Level. Und es sind hier sehr viele Anfangsponys, also Pferde, sieht man ja auch hier, überall fast. Ja, das ist ja auch das Anfangsland, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und jetzt werden gleich Gruppen entschieden. Und ich hatte einfach mal ein bisschen lustig gegen rum, weil ich keinen Bock mehr habe. Und Leute, ich finde den Friesen hier so geil. Meine Insta-Story kann man, oder hat man es gestern sehen können. Ich fand ihn so geil. Und, oh Leute, ich will mit dem unbedingt kaufen, den weißen Friesen. Ich finde mega, den schwarzen Friesen, ich finde mega schön. Weil der da ist ja nicht so, der ist halt nicht so meine Rasse. Das ist hier, der sieht so richtig, keine Ahnung wie aus. Und oh mein Gott, ich liebe ihn einfach nur noch. Und ja, ich habe mal noch andere Haare gemacht, also kürzere Haare, weil ich fand es eigentlich mega schön und es passt halt auch zu dem Outfit. Und ich weiß ja, dass die darf, kann ich nicht mehr wechseln und ich habe ja auch mein Pferd nochmal anders da gemacht. Ich glaube, ihr wisst es. Ja, die es noch nicht geguckt haben, ich verlinke das Video. Wo ich einen Tag so rumgelaufen bin, verlinke ich euch in der Infobox. Habe ich auch gemacht. Und habe es am nächsten Tag dann wieder geändert. Nur als Info. Und ja, ich warte es halt einfach, bis das Championat losgeht. So Leute, es werden gleich die Gruppen entschieden. Und Leute, wir sind hier anfangs und nicht so viele mit anderen Pferden unterwegs. Aber ja, egal. Ja, die hier auch dabei sind. Ja, es geht gleich los. Also, werden die Gruppen entschieden und steht hier schon jeder, obwohl... Okay, Leute, Entschuldigung. Ja, jetzt werden die Gruppen entschieden. Ja. So, ich bin in der Gruppe 2, sieht man ja auch hier. Und, ja. So, Leute, es geht gleich los. Ich bin so gespannt. Und ihr hört dazu Musik und ich verschneide das wahrscheinlich auch für euch, aber ich weiß es nicht. Es sind hier halt auch sehr viele Anfangspferde. Vom Gin Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Ja, ja, aber kannst du ihn sehen bei unserem Feld? Und ich war am Anfang weiß, vorne, und ich bin jetzt, Moment Leute, und erstmal Luca
Franco, herzlichen Glückwunsch. Zelda, Champinta, herzlichen Glückwunsch an den zweiten Platz und an den dritten Platz. Akura, Destekan, keine Ahnung, Song. An die anderen auch, die reingekommen sind und ihr auch verloren habt, auch an euch viel Glück. Oder, ja, und ich bin hier halt jetzt 9. Platz geworden. Ich finde das eigentlich gut, weil, Leute, mein Pferd ist gerade mal im 11. Level und ich habe es geschafft. Und wir werden uns jetzt noch die Münzen abholen, die wir gekriegt haben. Und da kommt noch gleich noch was. Weil ich habe um die, ich habe 528. Also ich habe 528 Java-Chillinge. Und es leckt gerade mega, weil jetzt alle jetzt aus dem Rennen draußen sind. Und oh Leute, es hängt. Ich hasse das. Und ich bin im 6. Server. Nee, ich glaube, ich bin noch im 18. Keine Ahnung. Irgendwo, ich glaube, im 6. Server oder so. Keine Ahnung, welchen Server ich bin. Aber ich glaube, ich bin im 6. oder so. Ja, wir holen uns das dann uns ab. So, jetzt habe ich 553 Jovak-Schillinge. Und ich würde mich anschließen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt. Und ich würde sagen, ciao Lieben, bis zum nächsten Mal.